Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Campanile Eiscafé begeht Jubiläum und an der Pöhl wird nicht nur gebadet, Neuauflage des Pöhl-Triathlon. Tagaktuell, das regionale Abendmagazin. Liebe Zuschauer, es ist Dienstagabend und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu Ihrem Abendmagazin Tagaktuell. Was ist das in diesem Jahr für ein traumhafter Sommer? Dieses Wetter lädt geradezu zum Verweilen im Freien ein. Neben kühlen Drinks geht auch ein leckeres Eis immer. Wer das in gepflegter Atmosphäre genießen möchte, der ist in einem Eiscafé genau richtig. Wir haben in der letzten Woche ein solches mit langer Tradition besucht. Die Rede ist vom Eiscafé Campanile in Thurm. Bei unserem Eintreffen am Dienstag letzter Woche waren die Freisitze gut gefüllt, sicher auch, weil es etwas zu feiern gab. Ja, heute vor 40 Jahren wurde das Eiscafé eröffnet und das wollen wir heute mit unseren Freunden zusammen feiern. Was verbindet Sie mit den Betreibern dieses Cafés? Uns verbinden eigentlich die Pferde und schon seitdem ich klein bin, ist immer das Eiscafé auf Turnieren vertreten mit einem Eiswagen. Und ich bin eigentlich da drin groß geworden und habe da immer schön mein Eis geschleckert am Wochenende. Es ist schön, dass es in so kleinen Orten noch so eine Tradition gibt, wo sich die Leute praktisch treffen. Ja, auf jeden Fall. Wir sind sehr gerne hier und kommen auch immer mal abends vorbei, noch um den Abend ausklingen zu lassen. Genau. Es ist also nicht nur das Eis, es gibt noch viel mehr hier. Ja, Freunde. Das ist das Schöne, dass es hier Freunde gibt. Was meinen Sie? Ich komme gar nicht aus dem Ort, kenne aber die Eisdiele auch. Und Sie? Ja, wir sind schon immer hier und mit allen zusammen und es macht immer Spaß. Das sind so Dinge, die man bewahren sollte, die man verbindet und dann kann man den Betreibern nur ganz viel Glück, ganz viel Gesundheit wünschen, dass es noch ein Stück weitergeht. Genau. 40 Jahre wären es wahrscheinlich nicht mehr, aber vielleicht noch 10. Dann wünschen wir Ihnen einen wunderschönen Nachmittag. Danke. Dankeschön. Hier ist der Milchgrundmix drin für die gesamten Milcheissorten. Jetzt kann man schon das erste kosten. Dankeschön. Nachdem wir einen Blick hinter die Kulissen des Eiscafés geworfen hatten, kamen wir mit der Chefin ins Gespräch. Ja, wir wurden heute hier eingeladen nach Thurm ins Eiscafé Campanile. Erzählen Sie mir bitte, wie kommt man zu diesem Namen? Verrückter Name, ne? Campanile ist in Italien der freistehende Glockenturm. Und abgeleitet von dem Ort Thurm, die Rechtschreibung ein bisschen gebrochen, ohne H geschrieben, Thurm. Wir hießen früher zu DDR-Zeiten einfach nur Eiscafé Thurm. Und als wir das zur Wende alles neu gemacht haben, im italienischen Stil, haben wir gesagt, brauchen wir ein bisschen einen italienisch klingenden Namen und sind auf Campanile, also einfach übersetzt Turm, gekommen. Also Sie waren praktisch in tiefsten DDR-Zeiten schon mit dem Eiscafé hier im Ort und haben es dann praktisch mit der Wende weitergeführt. Genau, wir haben 1982 im August mal angefangen und zwar an der Kreuzung in Thurm, vis-à-vis vom Gasthofturm Richtermühle. Dort waren wir bis 1990 und sind dann pünktlich nach der Wende umgezogen und sind hierher ins elterliche Haus gezogen und haben dort quasi neu eingerichtet, neue moderne Einrichtungen, neue Maschinen, alles kommt ja aus Italien, die Einrichtung kam aus Italien, die Maschinen kommen aus Italien und haben hier wieder neu gestartet. Es ist ja trotzdem dann mit der Wende auch eine ziemliche Konkurrenz gekommen. Wir wurden ja regelrecht überfallen aus den alten Bundesländern und Sie haben trotzdem durchgehalten. Was sind die Alleinstellungsmerkmale? Was ist das Besondere, was Sie ausmacht, dass die Leute, wir sind ja heute, die kommen ja regelrecht gestürmt hierher? Ja, das ist eben halt handwerklich hergestelltes Eis und das ist wie beim Bäcker mit dem Brötchen, da hat jeder seine Rezeptur und seine Kniffe und bei jedem schmeckt es etwas anders und wir haben eben die Vorteile gegenüber vom Industrieeis, wir arbeiten mit frischer Milch, wir arbeiten mit frischen Zutaten und das Eis ist dadurch leichter, es ist nicht so schwer wie ein Industrieeis, was eben quasi eine Eiscreme ist und ich denke einfach, das macht das aus, wenn es den Leuten gut schmeckt und es drumherum stimmt, wir geben uns viel Mühe bei den Eisbecher zubereiten, dass die alle hübsch sind, dass da frische Früchte verwendet werden. Und ich denke, das macht es dann aus, dass die Leute wiederkommen. Natürlich war es nicht so leicht nach der Wende. Die Leute hatten anderes Sorgen damals.
Richtig. Wir haben auf Ihrer Internetseite geschaut. Es ist ja so, dass das Eis, der Kaffee das eine ist, hierher zu kommen. Aber Sie bieten ja noch viel, viel mehr an. Ja, wir machen noch unsere Conti-Ware selber. Das auch seit der Wende produzieren wir Torten. Eistorten, Eisbomben und dann eben auch zu Familienfeiern dann eben entsprechend eine Lieferung, wenn das gewünscht wird, ist möglich. Wir haben es gemerkt, wir haben hier locker einen Parkplatz gekriegt. Das sind natürlich auch tolle Voraussetzungen, dass man hier, wenn Sie den Standort vielleicht noch genau nennen, genau vor der Tür parken kann. Ja, wir sind hier im Turm, Mülzen Ortsteilturm. Und wir haben das große Glück, einen eigenen Parkplatz zur Verfügung zu haben. Auch ringsherum sind ein paar Stellplätze frei, immer am Wochenende auf der Nebenstraße. Und das macht natürlich viel aus, dass die Leute spontan auch hier anhalten können. Sie machen das mit Ihrem Mann alleine und haben trotzdem, wie sieht es mit den Fachkräften aus? Es gibt ja immer diesen Fachkräftemangel. Haben Sie da Sorgen? Also wir haben eine ganz treue, langjährige Mitarbeiterin, die uns zur Seite steht. Und dann habe ich das große Glück, noch nette, momentan sind es nur Mädels, nette Mädels zu haben, die uns am Wochenende mit unterstützen. Dann würde ich sagen, lassen Sie uns anstoßen auf 40 Jahre. Gerne. Ich wünsche Ihnen ganz viel Gesundheit, dass Sie durchhalten. Alles Liebe und Gute. Vielen Dank. Alles Gute. Zum Dankeschön. Wohl. Zum Wohl. Und jetzt werde ich natürlich, das Eis sieht ganz lecker aus, mal probieren und einen Kaffee dazu trinken. Machen Sie das. Dann können wir das mal probieren. Lecker. Anhand von Fotos berichtete Regine Hoppe dann von der manchmal schon recht abenteuerlichen Erfolgsgeschichte. Das vergisst man ja selber zwischendurch. Das ist so, dass wir damals einen Gewerberaum von der Gemeinde Mülzen zugeteilt bekommen haben. Das war eine ehemalige HU-Lebensmittelverkaufsstelle. Und so sah es dann aus da drin. Das Einzige, was brauchbar war, waren die Wandfliesen an der Wand. Alles andere haben wir damals neu, auch unter damaligen Voraussetzungen neu gemacht. Wir haben damals noch einen alten Ladenkühltisch übernommen von der Lebensmittelverkaufsstelle. Ja, es sah schlimm aus. Wahnsinn, man kann sich das gar nicht mehr vorstellen. Man kann sich das nicht vorstellen. Ja, ja. Hier sind dann schon die Fußbodenfliesen reingelegt worden. Also es war schon ein erheblicher Aufwand. Und wie das zu DDR-Zeiten war, man hat ja alles nach Feierabend gemacht. Da gab es keine Firma, die da parat stand. Und es hat ja auch an den Baumitteln gekrankt, ne? Genau. Genau, Fliesen, das war ja das rote Tuch. So, hier nimmt die ganze Sache schon ein bisschen Gestalt an. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt hier. Das war damals unser Kaffee, wo wir angefangen haben. Neben Stammgästen und Laufkundschaft waren zum Jubiläum auch vertraute Geschäftspartner mit vor Ort. Ja, wir haben es heute gehört, diesem Eiscafé liegt es besonders am Herzen, Regionalität zu vermarkten. Und da tragen Sie einen wichtigen Baustein dazu bei. Genau, von uns bezieht das Eiscafé die Milch, die Frischmilch. Das Besondere an dieser Milch? Ja, wir haben die letzten 2 Jahre die Auszeichnung bekommen, die qualitativ beste Milch in ganz Sachsen zu sein. Also quasi mit den besten Hygienestandards. Wie ist es denn überhaupt zurzeit in der Landwirtschaft? Ist es eher schwierig? Die äußeren Rahmenbedingungen sind ja nie so doll, ne? Also aktuell ist der Milchpreis gestiegen, das hätten wir nie erwartet, aber damit kann man glücklich sein, aber alles andere ist natürlich auch exorbitant gestiegen. Also es ist trotzdem noch ein Kalkulieren. Wie ist es denn in Ihrer Branche? Überall Fachkräftemangel. Wie sieht es bei Ihnen aus? Also da wir ein Familienbetrieb sind und jeder mit anpacken muss, können wir das gut abpuffern. Aber in anderen Betrieben sieht es nicht so gut aus. Also wir haben hier auch schon in der Region 2 Agrargenossenschaften mit den Milchkühen aufgehört dieses Jahr. Aber dann schließt sich ja der Kreis wieder gerade hier zum Café, auch in Familienunternehmen. Ich glaube, wir sollten durchhalten und in der Region zusammenhalten. Genau, das wird das Richtige sein. Ja, auch Sie sind heute gerne hier zu 40 Jahre gekommen. Was verbindet Sie mit der Familie hier? Also ich bin schon lange im Freundeskreis, sage ich mal, der Familie. Wir wohnen im selben Ort und wollen gerne das Unternehmen unterstützen. In welcher Form tun Sie es genau? Wir haben Direktvermarktung von Eiern und Gemüse und bieten zusätzlich jetzt dieses Eis, was hier hergestellt wird, in abgebecherter Form an bei uns. Über eine Kasse des Vertrauens, über einen offenen Hofladen, der 24 Stunden zugänglich ist. Ihnen selbst schmeckt das Eis auch? Sehr gut. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Danke, gleichfalls. Dann wünschen wir dem freundlichen Team um Regine Hoppe noch viele gute Jahre, in welchen sie Menschen mit ihrem leckeren Eis glücklich machen.
Am letzten Samstag im August findet traditionell in Schlössern der Region Zwickau die Nacht der Schlösser statt. Eines der 8 teilnehmenden Schlösser ist auch das Schloss in Waldenburg. Ab 18.30 Uhr startet am 27. August das bunte Programm. Top Act und Highlight des Abends ist A4U, die ABBA Revival Show. Auch die Beatles werden vertreten sein mit der regionalen Band The Strawberries als Vor- und Nachband. Diese musikalische Zeitreise wird durch eine Lasershow abgerundet. Werbung. 50 Jahre Freibad Hartmannsdorf, das wird gefeiert. Erleben Sie am Samstag Fundland und die Maffei Showband. Los geht's um 21 Uhr. Tickets gibt's im Freibad, der Stadtverwaltung Kirchberg sowie an der Q1 Tankstelle in Kirchberg. Im Vorverkauf zum Preis von 18 Euro. Nutzen Sie auch den Shuttlebus. Mehr Informationen zum Fest gibt's auf der Webseite der Gemeinde Hartmannsdorf. Wir sind die ambulante Physiotherapie in Zwickau. Wir befinden uns im Medikum Ossietzky-Straße und wir suchen 2 neue Kollegen, die unser Team verstärken. Also, Fakt ist, bist du Physiotherapeut? Wir freuen uns auf dich. Komm vorbei. Fakt ist auch, unser Lohn ist für unsere Region absolut überdurchschnittlich. Bewirb dich, ruf an, melde dich. Endlich wieder Stadtfest Zwickau am 3. Augustwochenende. Spaß hautnah, Party pur, du mittendrin. Bei diesem Motto bleibt es auch beim 19. Stadtfest vom 18. bis 21. August in Zwickaus bezaubernder Altstadt. Auf dem Hauptmarkt, dem Domhof und dem Kornmarkt feiern die Zwickauer ihr größtes Fest. Neben dem Elektropop-Duo Glasperlenspiel der Schlagersängerin Sonja Liebing, dem Pudis-Urgestein Quaster oder dem Singer-Songwriter Kamrat wird eine musikalische Bandbreite geboten, die das perfekte Sommersonne-Gute-Laune-Feeling bedient. Härtere Töne sind traditionell zum Warm-up des Vereins Alter Gasometer angesagt, mit den Rockern von Milliarden, Kafkiez, Make War und The Melmex. Den Einstieg zum Warm-up gibt DJ Tom. Familienorientiert geht es im Muldeparadies zu. Wer Erholung und Unterhaltung sucht, ist dort mit Kinder- und Familienareal goldrichtig. Wow, da flattern mir die Ohren. Konfiguriere deine Traumwohnung und bestimme deine Miete selbst. Egal ob Küche, Dusche, Bodenbelag, du hast die Wahl. Mehr Infos auf www.wownung.de. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Comedia Konzept, Ihr Partner für regionale Werbung, wünscht gute Unterhaltung. Der Pöll-Triathlon teilte das Los vieler Großveranstaltungen in den letzten beiden Jahren. Viele Menschen auf engem Raum, das war eben nicht zulässig. Daher waren die Organisatoren schon etwas besorgt, ob die Neuauflage in diesem Jahr wirklich erfolgreich über die Bühne geht. Aber richtige Sportler lassen sich von einer Zwangspause eben nicht entmutigen. Super Badewetter an der Talsperre Pöhl, ein schon lange vor Beginn der Wettkämpfe gefüllter Wechselgarten und zahlreiche Besucher. Das war der Beginn des Pöhl-Triathlon 2022. Mittendrin ein etwas gestresster, aber doch zufriedener Organisator. Ja, wir hatten über 300 Vormeldungen und jetzt sind noch mal ca.
50, 60 Nachmeldungen hier eingetroffen. Also wir sind ganz zufrieden mit der Resonanz. Nach 2 Jahren Pause ist ein bisschen weniger als sonst, aber doch zufriedenstellend. Das etwas weniger fiel den Besuchern kaum auf. Das liegt wahrscheinlich auch an der guten Organisation der Veranstaltung. Nicht nur im Zuschauerbereich oder beim Catering, vor allem auch hinter den Kulissen. Das geht mit solchen Feinheiten los, dass auch Medienvertreter einen Parkplatz direkt am Veranstaltungsgelände bekommen, ohne großartige Anmeldung. Einfach so. Das sind echt gute Arbeitsbedingungen. Und was so im Sicherheitsbereich alles dazugehört, zeigt sich zum Beispiel bei der Sicherheitseinweisung der Helfer an der Radstrecke. Stefan Förster hat hier sozusagen den Hut auf. Ihr habt alle eure Posten soweit schon gesagt bekommen. Wir werden wahrscheinlich, so wie jetzt Stand ist, 13:45 Uhr die Strecke zumachen, dass die ganzen Fahrzeuge noch auslaufen können, dass die alle wegkommen von der Strecke. Da müssen auch für den Notfall Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst koordiniert werden und vieles, vieles mehr. Es ist halt öffentlicher Verkehrsraum. Hier funktioniert das alles recht reibungslos. Und drinnen geht es inzwischen eigentlich nur darum, dass die Sportler die richtigen Wege nehmen und die Zuschauer die Absperrungen respektieren. Dazu dient die zentrale Einweisung für die harten, Kerle? Im Triathlon, vor allem bei den Veranstaltungen wie in Pöhl, ist es schon lange normal, dass es mehrere Startergruppen gibt, Männer, Frauen und Staffeln. Ohne irgendeine Diskussion, und das ist gut so. Und diese Wade sollten sich nicht nur Frauen merken. Philipp Dressel-Putz, der Sieger von 2019, ging als Favorit ins Rennen. Ebenso wie Jana Richter, die Siegerin 2019 bei den Frauen. Schauen wir mal, was wird. Auch hier war durch Wasserschutzpolizei und Wasserwacht für Sicherheit gesorgt. Und so konnte 14 Uhr die erste Startgruppe in den Wettkampf geschickt werden. Nach 700 Metern Schwimmen ging der Führende bei den Männern wieder an Land. Ja, Müller Nummer 1, also der letzte Sieger. Der Vorsprung auf den zweiten war zu diesem Zeitpunkt schon recht deutlich. Gerüchten zufolge musste der Moderator für den Spruch, der Triathlon wird aber nicht allein beim Schwimmen gewonnen, erst einmal die Kreditkarte für das Phrasenschwein holen. So viel Bargeld trägt niemand mit sich rum. Bei den Frauen sollte sich der Spruch jedoch bewahrheiten. Aber was soll's, erstmal rauf aufs Rad und ab auf die Strecke. Am Kletterwald vorbei, auf die Straße. Dort stand auch schon mein Renntaxi bereit. Die Strecke ist zu Fuß doch etwas zu lang. Kameraaufnahmen vom Motorrad aus sind für beide recht anspruchsvoll. Der Kameramann konzentriert sich auf seine Bilder und muss dabei auch bei höheren Geschwindigkeiten sicher sein. Dabei hat er aber die Verkehrssituation nicht richtig im Blick. Die einzige Möglichkeit, zum Beispiel Kurven zu erkennen, ist, die Beine fest anzupressen, um die Bewegung der Maschine zu spüren. Und der Motorradfahrer hat jemanden auf dem Rücksitz, der sich ständig von einer Seite zur anderen bewegt, beim Beschleunigen nach hinten rutscht und beim Bremsen erst einmal nach vorne knallt und sich kaum richtig in die Kurve legt. Bei Ronald habe ich mich da aber immer richtig sicher gefühlt. Und Spaß macht das auch noch. Schon nach wenigen Minuten kam uns das Vorausfahrzeug entgegen und dahinter Philipp Dressel-Putz, der Führende bei den Männern, Mutterseelen allein. Da hatte er die Wende Dreckschenke am Steinbruch schon lange hinter sich. Das Feld war da schon extrem auseinandergezogen. Während der Führende schon wieder in Richtung Talsperre fuhr, war für die meisten die erste Wende noch gar nicht in Sicht. Für die Radfahrer ist so eine Wende immer eine Konzentrationssache. Nach mehreren Kilometern fast geradeaus plötzlich eine 180-Grad-Wende. Schon weit nach vorne in die erste Gruppe gefahren war auch Jana Richter. Also schnell wieder aufs Motorrad und weiter. Hier fährt sie, Team Turbo, voll auf, direkt auf Siegerkurs. Doch einige Kilometer Strecke waren es da schon noch.
Erst einmal ging es zurück zur Talsperre, dann vorbei und weiter in Richtung Plauen. In der gesamten Strecke fielen die zahlreichen Zuschauer auf. Der Pöhl-Triathlon ist auch in der Region an sich immer ein Ereignis für die Menschen. Am Ortseingang von Plauen geht es einen recht steilen Berg hinunter. Doch im Kopf der Radfahrer steht schon der Fakt, dass sich dort in Alt-Krieschwitz eine Wendestelle befindet und der Berg dann wieder aufwärts gefahren werden muss. Auch hier in Alt-Krieschwitz herrscht Partystimmung, alle Fahrer werden lautstark angefeuert. Und nach der nächsten Fahrergruppe machten auch wir uns wieder auf den Weg. Es ist so ein Berg, auf dem sich noch einmal die Spreu vom Weizen trennt. Aber unser Eins hat gut reden, ein Dreher am Gasgriff und auf geht's. Die Radfahrer machen das alles mit Muskelkraft. Aber wer den Berg geschafft hat, der ist schon fast wieder an der Talsperre und damit am Wechselgarten. Absteigen, zu Fuß in den Wechselgarten und dann kommen, jetzt kommen erstmal wieder diese riesigen Anführungszeichen, nur noch die fast 6 Kilometer Laufstrecke. Hut ab vor den Sportlern, die so etwas auf sich nehmen. Philipp Tresselputz hatte das schon geschafft. Unter dem Jubel der Zuschauer lief er in neuer Bestzeit durchs Ziel. Zur gleichen Zeit hatte die Führende bei den Frauen Jana Richter auch nur noch die letzte Runde vor sich. Philipp saß da schon absolut fertig im Zielgarten. War sehr schön, aber die Bedingungen heute waren sehr hart. Auf dem Rad sehr viel Wind, beim Laufen die Sonne, stickige Luft. Ist schon hart heute. Der zweite der Männer kam erst 5 Minuten nach Philipp ins Ziel. Eine absolut klare Angelegenheit also. Auch Jana Richter hatte am Ende einen klaren Sieg errungen. Sie war mit der ganzen Veranstaltung vollauf zufrieden. Ja. Alles tipptopp. Super Wetter. Ganz, ganz viele Zuschauer, die einen anfeuern und Gänsehaut. Einfach genial. Ich freue mich. Gratulation an die Sieger, aber auch an die Platzierten und an die Veranstalter, die nach 2 Jahren Pause eine Veranstaltung auf die Beine gestellt haben, als hätte es die Pause nie gegeben. Das macht Lust auf den Triathlon im nächsten Jahr, vielleicht mit einem spannenderen Finale. Mal sehen. Der FSV Zwickau verstärkt noch einmal seine Defensive und verpflichtet den ehemaligen serbischen U19-Nationalspieler Filip Kusic. Der 26-jährige Verteidiger war zuletzt für Türkgücü München im Einsatz und unterzeichnete bei den Schwänen einen Jahresvertrag bis zum 30. Juni 2023. Der VfB Auerbach hat am vergangenen Freitag zu Hause gegen Aufsteiger Freital 1:1 gespielt. Die junge Auerbacher Mannschaft spielte gut, doch bekam nach einem sehenswerten Treffer von Jonas Dietrich noch vor der Pause den Ausgleichstreffer. Kurz vor Schluss hätte Zimmermann fast noch den Lucky Punch erzielt, doch Freitals Hüter hielt artistisch. Am Ende ein gerechtes Unentschieden. Das nächste Spiel ist am kommenden Freitag zu Hause gegen Plauen. Der VfC Plauen kommt zum Saisonbeginn einfach nicht in die Gänge. Nach der Niederlage in Zorbau rutschten die Kicker des VfC Plauen auch gegen Sandersdorf aus. Die Spitzenstädter verloren ihr Heimspiel am vergangenen Samstag mit 0:1 und verursachten somit einen klassischen Fehlstart. Es war das erwartete schwere Spiel. Nach 5 Spielminuten erzielte Sandersdorf bereits das 1:0. Plauen versuchte das restliche Spiel viel, jedoch ohne Erfolg. Wie bereits angekündigt, kommt es am kommenden Freitag zum Vogtland-Derby. Werbung. "22 Jahre Nacht der Schlösser.
8 einzigartige Schloss- und Burgkulissen laden auf eine Zeitreise in eine beschwingte Nacht ein. Die einzigartigen Kulissen der Schlösser Wolkenburg, Waldenburg, Wildenfels, Rochlitz, Rochsburg, Ringetal sowie die Burgen Schönfels und Kriebstein bieten Unterhaltung für Groß und Klein und machen diesen Familienausflug zur bleibenden Erinnerung. Die detaillierten Programme der einzelnen Schlösser und Burgen finden Sie unter www.nachtderschlösser.de. Mit freundlicher Unterstützung der Sparkassen Chemnitz und Zwickau. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung – alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Sehgewohnheiten. Max Pechstein. Fotografie vom 21. Mai bis zum 11. September 2022. Die Ausstellung zeigt eine neue Facette von Max Pechstein. Erstmals werden von ihm aufgenommene Fotografien im musealen Kontext präsentiert und in direkten Bezug zu seinen Ölgemälden, Aquarellen, Zeichnungen und Druckgrafiken gesetzt. Gegliedert in verschiedene Themenbereiche und eingebettet in mehr als 35 herausragende Arbeiten aus dem Früh- bis Spätwerk Max Pechsteins, die in Dialog mit den Aufnahmen gesetzt werden, ermöglichen einen neuen, geschärften Blick auf das Œuvre des gebürtigen Zwickauers. Im Aufeinandertreffen der Fotografien auch mit illustrierten Briefen Max Pechsteins als eine weitere authentische Quelle, die Einblicke in seine Gedanken- und Gefühlswelt vor Ort gewähren, soll darüber hinaus eine erste Datierung der kleinformatigen Schwarz-Weiß-Aufnahmen ermöglicht werden. Ging das zu schnell? Mit TurboSpeed ins Internet. Wir verbinden euch leistungsstark und stabil. Auch im Kombipaket mit Festnetz und HDTV. Jetzt zum Testsieger wechseln. Auf pure.com. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Nach einem sonnigen Dienstag erwartet uns morgen der heißeste Tag der Woche. Bei Höchstwerten von 32 Grad wird den ganzen Tag über die Sonne scheinen. Der Donnerstag kommt dann wieder durchwachsen daher. Bei Werten um die 27 Grad kann es zu Schauern und Gewittern kommen. Am Freitag kühlt es dann wieder ab. Wir erwarten nur 24 Grad mit einzelnen Schauern. In den Samstag starten wir für unsere derzeitigen Verhältnisse mit einem Temperaturtief. Bei Maximalwerten von 22 Grad soll es auch hier wieder Schauer und Gewitter geben. Ja, und das war's auch schon wieder von Tage aktuell für den Dienstag. Ihnen jetzt noch einen schönen sonnigen Abend und bis zum morgigen Mittwoch hier aus dem Sendestudio. Machen Sie es gut. Tschüss.